Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen ein Programm vorstellen, mit dem wir den Inhalt zweier Textdateien miteinander vergleichen können, um so eventuelle Unterschiede schneller feststellen zu können. In einem ähnlichen Video haben wir das gezeigt, wie wir das bei Bildern machen können. Hier also die Version für Textdateien unter Windows. Wir starten unseren Standardbrowser und befragen unsere Standardsuchmaschine nach dem Programm namens DiffDuff. Also DiffDuff. Normalerweise sollten wir diffdaff.de finden, die sind aber gerade offline, haben jedenfalls hier Schwierigkeiten. Deswegen nehmen wir die Alternative von heise.de, klicken wir drauf. Version 1.0 direkt laden, externer Link. So, hier kommt's. Direkt starten. Jetzt habe ich es aus Versehen zweimal gestartet. So, und wir klicken uns da durch, wir akzeptieren die Vereinbarung, das Ganze geht recht fix. So, das war's schon mit der Installation, direkt starten. So, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Datei, die sich minimal unterscheidet. Dazu habe ich hier einfach mal einen Verzeichnisüberblick anfertigen lassen mit den entsprechenden Dateien auf den Rechner. Natürlich nicht alles, aber ich denke mal, Sie erkennen das hier. Auto-Exec-Pad, das ist der C-Pfad und so weiter und so fort. So, die Dateien sind zurzeit noch absolut identisch. Müssen Sie mir jetzt in diesem Moment glauben, die Dateigröße, dass die hier, sage ich jetzt mal, gleich ist, das ist nicht wirklich verlässlich, aber noch sind sie halt identisch. Jetzt nehme ich die zweite Datei, öffne die mit dem Editor und verändere jetzt einfach mal hier den Wert der Größe von der Datei, Dateiliste.txt. Der endet zurzeit auf, ich sage jetzt mal, 96. Und den verändere ich jetzt mal auf 97. Das ist die einzige Änderung, die ich durchführen werde. Also speichern. So, jetzt ist die Datei immer noch verändert. Eben, wie ich schon sagte, trotzdem die Dateigröße ist gleich. So, wir haben DiffDuff gestartet. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die zwei Dateien einlesen. Dazu klicken wir hier auf den entsprechenden Suchbutton. Klicken wir drauf. Infotext. Und Infotext. Oder Info 2 Text. So, die Dateien sind jetzt drin. Hier oben müssen wir jetzt noch angeben, was denn verglichen werden soll. Die Standardeinstellung ist Dateien. Die behalten wir auch. Wir können nur hieran sehen, wir könnten auch Verzeichnisse oder eben auch Internetseiten miteinander vergleichen. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Optionen. Zeilennummern mit angeben, das werden Sie gleich sehen. Groß-Kleinschreibung berücksichtigen. Dauert es natürlich länger, wenn wir die berücksichtigen bei dem Durchsuchen. Und diese Durchsuchung kann schon, sage ich jetzt mal, ein paar Minuten dauern, je nachdem, wie groß dieses Dokument ist. Ich habe das Dokument natürlich jetzt hier, sage ich jetzt mal, so klein gemacht, dass es innerhalb von ein paar Sekunden direkt durchsucht werden kann. So, leere Zeilen beibehalten, das dient manchmal der Übersicht. Ansonsten als letztes noch, wollen wir das Ganze in einem Browser ausgegeben haben, dann wird es nämlich in einer HTML-Datei quasi angezeigt und am Ende ausgegeben. Dafür wird dann halt der Browser gestartet. Oder HTA, das ist diese Windows-Hilfe von früher, sage ich jetzt mal. So, wir klicken am Ende auf Vergleichen. So, jetzt startet sich unser Dokument. Wir kriegen hier oben direkt das Ergebnis. Ein Unterschied wurde gefunden und zwar wurde eine Zeile geändert. Das wird gelb dargestellt, es kann aber auch hinzugefügt werden oder es kann etwas gelöscht worden sein. So, und hier sehen wir jetzt hier in Zeile 9 ist die gelbe Zeile, das ist auch die Zeile mit der Dateiliste. Gut, und hier die entsprechenden Unterschiede nur in der einen Zahl. Funktioniert also ganz einfach. Ist nur ein Programm von vielen Programmen, funktioniert aber sehr schön. Vor allen Dingen, dass wir hier eben quasi angezeigt bekommen, was geändert wurde, was hinzugefügt wurde oder was gelöscht wurde. Okay.